Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mit einem weiteren Tutorial. Und zwar habe ich mir englische und deutsche Polsterer angesehen, die also gezeigt haben, wie man diese Federn da reinbekommt bzw. festnäht. Also einmal hier unten. Hier werden quasi, da unten seht ihr das, da werden so Schlingen gemacht und das wird dann unten drunter quasi so. Ja, durchgezogen. Hier soll man dann immer noch mal so einen Sicherungsknoten machen. Und die werden also an vier Stellen vernäht. Und dann könnt ihr sehen, ich habe jetzt für meinen Stuhl fünf Federn verwendet. Und es ist ein ziemlicher Fummelkram. Also einmal soll man das ja hier ungefähr so hinbekommen, dass das quasi wie so eine Krone aussieht. Also hier ist quasi der Mittelpunkt, wo man sitzt. Und dann soll es nach vorne und zu den Seiten immer ein bisschen abfallen. Das habe ich, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Wie gesagt, ist ein ziemlicher Fummelkram. Es gibt so spezielle Knoten- und Bindetechniken, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Das machen ja die Profis. Ich habe einfach nur geguckt, kriege ich das auch hin als Laie und muss sagen, ja, also es funktioniert. Ist wie gesagt ein bisschen Fummelkram, aber es klappt. Und ich habe da jetzt auch keine speziellen Tricks und Kniffe, einfach an die Tutorials von den Profis halten. Ich will ja immer nur zeigen, kriegt man es als Laie ja auch hin. Das ist jetzt hier, wie gesagt, mein zweiter Stuhl. Und der zweite ist noch schneller gegangen. Also ich habe jetzt allein für dieses Festknoten habe ich gut 40 Minuten gebraucht. Also hier vorne die Nägel reinhauen, dann das Band abgemessen, habe ich 2,5 Mal gemacht. Also zweimal hin und her und dann nochmal die Hälfte ungefähr, damit man das eben, damit man auch genug Band hat. Und habe das dann quasi so, ja, wie man sehen kann, einmal längs, einmal quer und dann jetzt nochmal so diagonal hier rüber verknotet, sodass das eben jetzt hier auch eine gute Stabilität hat. Es geht ja wohl auch darum, dass die Federn immer wieder hochkommen. Die haben auch eine gute Spannung. Wenn man sich draufsetzt, dann geben die Bänder natürlich nach, ne? Da hatte ich mir erst mal ein bisschen Sorgen gemacht, aber ich glaube, das ist alles richtig so. Ja, so viel dazu und das nur so als kleines Update. Wie setzt man quasi die Federn ein und klappt das auch? Macht's gut, tschüss.